Sonde Grid. Heute, wie schon vorher gesagt, E-Bus-Premiere in Graz. Neben mir Verkehrsstadtrat Mario Astachio von der FPÖ. Ja, wie sehen Sie die Revolution in Graz? Ja, es ist einmal schön zu wissen, dass wir hier am Puls der Zeit sind, unserer Zeit sogar voraus, weil wir sind die erste Stadt, die in dieser Größenordnung E-Busse einmal testet. Man muss ja dazu sagen, es ist einmal ein Test, weil alles, was an neuer Technik da ist, sollte schon einmal probiert werden, bevor man das im großen Stile anschafft. Jetzt haben wir jeweils zwei lange Busse aus China und zwei kurze Busse aus Bulgarien, die auf den verschiedenen Strecken fahren. Eine auf der Linie 50 und 34E, die langen Busse aus China. Und schauen, wie es angenommen wird. Und ich lade damit auch alle Bürger natürlich ein, einmal zu testen. Wie ist das Fahrgefühl eines Elektrobusses? Ab wann läuft jetzt der Test? Der Test läuft ab sofort. Und mit Anfang Jänner sind alle Busse sozusagen im Einsatz. Also alle Busse, diese vier Stück. Also es zahlt sich mal wieder aus, die Jahreskarten einzukaufen. Ja, so ist es. Jetzt ist natürlich auch, wenn wir schon bei Verkehr sind, sind wir auch bei Infrastruktur, sind ja. Wir auch bis zu einem gewissen Grad im Forschungsbereich und Wissenschaftsbereich. Jetzt ist Graz angeblich eine technische Stadt oder eine TU-Stadt, weil als alter TUler muss ich das auch sagen. Aber was sind die Chancen für heimische Unternehmen, respektive für Grazer Unternehmen hier in dem Bereich? Ja, es gibt jetzt schon starke Kooperationen, gerade auch mit Siemens, das ja vor Ort ist, in dieser Mobilität was zu tun. Siemens ist auch gerade in Europa Wegbereiter und Vorreiter, was die Straßenbahnen anbelangt. Und hier höre ich, aber das ist jetzt einmal Gerüchteküche, dass man hier wirklich zusammenarbeiten will, weil ja auch dann eine optimale technische Errungenschaft wäre, nicht mit den Oberleitungen zu verwenden, sondern wie hier bei diesen Elektrobussen auch Ladestationen, die man an Endhaltestellen haben könnte, um dort einfach auch das Stadtbild zu verändern und eine optimale Energiegewinnung oder Energieverwertung zu generieren. Damit haben Sie mir gerade eine Frage erspart, weil genau darauf wollte ich hinaus. Was kostet jetzt der Spaß und wie viele Geräte werden in Zukunft angekauft werden? Oder gibt es da noch keine Pläne dazu? Da gibt es noch keine. Ich habe die Kosten, kann ich Ihnen jetzt leider gar nicht sagen. Mit dem war ich gar nicht, das macht die Holding für sich. Mhm. Wir lassen jetzt wirklich einmal ein Jahr testen und schauen, wie funktioniert es, wie wird es angenommen. Es ist ja immer wirklich die Frage, hat das technisch auch alles so hin, wie es im Prospekt steht, um das sehr verkürzt zu sagen. Das ist richtig. Ja, das ist es. Und wie sind die Wartungsarbeiten etc. Also alles, was damit zu tun hat. Wir müssen ja die Infrastruktur schaffen und vor allem müssen wir in weiterer Folge auch die Infrastruktur auf der Straße schaffen. Also diese ganzen Ladevorgänge, also diese Säulen, wenn man die sieht, die sind ja auch einmal ein bisschen irritierend. Was ist das, bevor man die Funktion sieht? Und da muss man wissen, das verändert natürlich auch das Stadtbild. Dann hoffe ich, dass uns nicht die Garantie vorher abläuft. Ja. Und in dem Sinne, danke, Herr Stadtrat, fürs Gespräch. Ich sage auch danke. Danke.